Action ging heute alles irgendwie rund um Pflege und Baden. Zwei neue Masken von The Mask Doctor, einmal Retinol, einmal Ceramide. Dann so eine Kinderbadebombe von Teti Semp. Und dann kommt jetzt einiges von Kneipp. Guckt einfach hin. Das war so ein bisschen bunt gemischt. Kneipp und Teti Sept. Weiß nicht, die ganzen Sachen gehen wahrscheinlich aus dem Programm. Ja, da oben gab es ein Boob-Tape, Body-Massage-Roller und eben auch nochmal was von Kneipp für Sport. Und hier kommt die ganze Kiste mit Teti Sept. Da war alles Mögliche bunt gemischt drin. Ich habe das einfach mal alles abgefilmt. Dann von der Hausmarke solche Body-Scrubs und Duschmittel. Das sieht so ein bisschen aus wie das von Trackle Moon. Aber was ich richtig toll fand, Leute, 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 diese wunderschönen Körbe und so eine mega, mega Auswahl, also wirklich toll. Aber ich habe so viele Körbe und deswegen habe ich mir tatsächlich nichts mitgenommen. Da unten nochmal Tabletts und nochmal Körbe. Dann diese runden Körbe finde ich ganz toll fürs Badezimmer. Also wirklich, und ich habe versucht, euch auch alle zu zeigen. Dann gab es diese wunderschönen Laternen für draußen und drin. Und da unten nochmal diese Tabletts, diese geflochtenen. Ja, diese Plastikblumen, das ist Geschmackssache, das kann jeder für sich selber entscheiden. Aber die Körbe und Tabletts finde ich richtig, richtig schön. Die Blumentöpfe habe ich euch auch mal mit abgefilmt. Das waren so Keramikblumentöpfe. Ja, die haben so ein bisschen, sind so ein bisschen bunter. Dann gab es von Schupa Schubs Duschmittel. Ich glaube, das ist Erdbeer oder Kirsche. Und auch noch in Cola. Ich wusste gar nicht, dass sie tatsächlich auch Duschmittel haben. Fand ich so ein bisschen lustig. Für Kinder bestimmt ganz toll. Dann kommt hier was geupcyceltes von Palmolive. Wusste ich auch nicht, dass sie sowas haben. Nochmal ein Sonderaufsteller von der Spa-Hausmarke. Da gab es so ein paar Kleinigkeiten. Ja, Chupa Chups hat Getränke, das wusste ich. Leute, das sind Zuckerbomben, macht euch nichts vor, aber wenn ihr euch das mal gönnen wollt, go for it. Bei DM war ich auch, da gab es neue Masken im neuen Design von Beauty. Fand ich richtig spannend. Ich habe einfach mal alle fünf mitgenommen. Ne, alle vier. Wer zählen kann, ist klar im Vorteil. Und bunt gepflastert ist hier das Motto mit White Strips. Fand ich richtig lustig. Hat mich auch echt angesprochen, weil ich fand es einfach mal cool. So ein paar bunte Pflaster, ja, kann man mitnehmen, gerade für Kinder, die haben auch nicht immer Bock auf das Eintönige. Würde ich mich aber selber auch mit bepflastern, wenn die vernünftig halten. Billig sind sie nicht. Ein Sonderaufsteller war noch für dich. Ja, mit so Body Peelings, dann mit Lemon Sorbet zum Duschen, dann diese beiden Tüten mal wieder zum Baden. Rainbow mit Brombeer, Vanille auch zum Duschen und dazu nochmal so ein Body Peeling. Tolle neue Sachen.